Servus und willkommen hier auf den Kanal von AS Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer AS und ich möchte euch begrüßen zu einem Quickie. Ja, wir kommen diesmal zu einem Programm und zwar nennt sich dieses Programm Lilo Game Recorder. Das Programm möchte ich euch sehr nahelegen. Ich habe es getestet und finde es eigentlich sehr, sehr gut. Dieses Aufnahmeprogramm kann man für Desktop sowie für Ingame-Aufnahme. Warum das natürlich besser ist wie Fraps, das möchte ich euch hier in diesem Video einmal zeigen. Gut, wir werden erstmal auf der Seite sein von lilo.tv. Link dazu direkt in der Videobeschreibung. Kommt ihr gleich hier raus. Und wir haben hier auf jeden Fall erstmal drei Features. Das vierte werde ich euch noch mal zusätzlich sagen. Wir haben hier Top Bildauflösung. Die Ressourcen ist sehr schonend, ausgenommen von Fraps, weil wir wissen ja, Fraps ist ressourcenlastig. Das heißt, man muss schon schon High-End-Rechner haben, um die volle FPS dort zu kriegen. Wir haben natürlich eine einfache Bedienung und der nächste Punkt, der steht hier auch. Und alles für Kosten und sonst, das heißt also das Programm kostet gar nichts. Gut, wir kommen erstmal in die Top-Auflösung. Wir können hier, wir können hier in Voll HD aufnehmen. Ich werde euch das Programm auch gleich nochmal zeigen, was man einstellen kann oder muss oder sollte, wie auch immer. Dann haben wir hier natürlich noch einen kleinen Screenshot von Battlefield 3. Das sieht man dann hier. Dann haben wir natürlich die ressourcenschonenden. Wie ressourcenschonend Lilo gegen Fraps ist. Hier ganz, ganz unten ist Fraps mit 3821 und ganz oben mit 4798 ist Lilo Game Recorder ressourcenschonender. Ganz dicht dahinter ist Dexui, das kenne ich auch, ist auch schon viel, viel besser wie Fraps, was aber natürlich auch Geld kostet. Dann ist hier noch Blandicam. Sagt mir jetzt so gar nichts, oder Action sagt mir jetzt auch nichts. Und hier sieht man wirklich, dass das hier wirklich ressourcenschonend ist. Gut, scrollen wir ein bisschen weiter runter. Haben wir hier die Bedienung. Man kann jetzt zum Beispiel im Game aufnehmen mit dem Programm oder ein externes Aufnahmeprogramm nutzen. Das ist hier auch kein Problem. Wir scrollen mal hier. Hier steht es auch nochmal komplett kostenlos. Und dann haben wir hier die unterstützten Spiele, wie zum Beispiel Battlefield 4, Call of Duty Ghost, was haben wir hier noch? GTA, Dust haben wir hier noch, Call of Duty Black Ops 2, StarCraft 2, Minecraft haben wir hier, Battlefield 3 haben wir, Browser Games, alle Spiele, die DirectX 19.11 OpenGL kompatibel sind, wird damit auch unterstützt. Es werden jetzt hier natürlich nicht alle Spiele, weil alle Spiele können wir auch nicht testen, aber hier eine große Anzahl von Spielen wurde getestet, wo es ohne Probleme läuft. So, nun kommen wir zu den Systemvoraussetzungen, was hier sehr, sehr wichtig ist. Ihr müsst mindestens Windows 7 oder Windows 8 oder 8.1 besitzen ab nächstes Jahr Windows 9. Geht einfach mal auf meiner Seite. Dort habe ich einen kleinen Artikel geschrieben über Windows 9, wann Windows 9 rauskommt und sonstiges. Ich glaube, ein bisschen Information für euch. Gut, das kann in 32 oder 64 Bit. Es wird natürlich Windows Vista und XP sowie 95, 98, 3.1 oder was auch immer, werden nicht mehr genutzt, also nicht kompatibel, also ist nicht nutzbar. Also ihr müsst mindestens Windows 7 oder Windows 8 besitzen. Wir müssen mindestens, sagen die Hersteller, ein Core i-Serie haben, also zum Beispiel i5, i7 oder wie die ganzen i-Cores heißen. Ich habe zum Beispiel keinen i7 und bei mir läuft es eigentlich auch ohne Probleme. Der Arbeitsspeicher sollte mindestens mit 2 GB nutzbar sein und wir brauchen mindestens 5 GB freien Festplattenspeicher. Gut, kommen wir zum Programm an sich selber. Das heißt, hier oben habt ihr einen Link zum Download. Denn wenn ihr das installiert, wird automatisch das Lilo Game Recorder
installiert sowie noch ein bearbeitetes Schnittprogramm. Das wird automatisch mit installiert. Dies könnt ihr natürlich für 30 Tagen nutzen. Also ich rede jetzt nur von den Schnittprogramm und Bearbeitungsprogramm. Das ist nämlich das Lilo Scope 2. Das könnt ihr für 30 Tage nutzen und danach müsst ihr 89 Euro ja, bezahlen, um es weiter zu nutzen. Ich nutze dieses Bearbeitungsprogramm zumal gar nicht, also ist mir das eigentlich egal, ob ich da 30 Tage Testversion habe oder nicht, weil ich nutze nur das Aufnahmeprogramm und das ist ja kostenlos. Gut, wir sind jetzt hier im Programm. Wir können jetzt hier einzeln, haben wir hier erstmal die Videos. Also hier sieht man, ich habe jetzt hier mal so drei Aufnahmen gemacht, einmal mit 29 Sekunden, sind knapp 30 MB Material. Den habe ich hier nochmal knapp mit 3,5 Minuten, schon mit 100 MB. Also hier sieht man, bei Fraps wäre das schon fast in die Gigabyte-Bereich schon. Und dann habe ich hier nochmal 12 Sekunden mit 37,2 MB, also wirklich nicht sehr viel Ressourcen. Also er rendert das alles recht dünn. Gut, wir könnten das Video dann natürlich zum Beispiel bei YouTube direkt hochladen oder natürlich bearbeiten, wieder das über das Scope 2 wieder. Das nutze ich jetzt mal gar nicht. Dann kann ich hier daneben ist ein Ordner, dort kann ich draufklicken, dann komme ich automatisch in die Ordnerstruktur, wo das Filmmaterial liegt. Das nächste ist natürlich, kann ich Videos auch direkt hier löschen. Zum Beispiel nehme ich mal gleich hier dies hier, klicke einfach drauf, bestätige das und dann wird das automatisch gelöscht und natürlich hier im Ordner auch. Gut, dann haben wir die Aufnahmespur. Standardmäßig ist die Aufnahmespur immer deaktiviert. Die müsst ihr also aktivieren und einfach hier euer Mikrofon. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Logitech G35 Headset, was ich mal nutze. Wähle das aus und setze natürlich hier noch den Haken. Das hat dazu Folgen, dass die Nebengeräusche im Game runtergeregelt werden, so dass eure Stimme immer noch lauter ist wie die Ingame. Das so müsst ihr zum Beispiel die Soundqualität im Game nicht runterregeln, weil das macht dann das Programm an sich selber. Gut, dann kommen wir noch zu den Tönen, zu der Tonaufnahme. Ja, das kann man jetzt hier aufnehmen, wie man das gerne haben möchte. Und dann kommen wir in die Einstellung. Ja, als allererstes können wir hier erstmal den Ziel, wo das hingespeichert werden soll. Das ist hier bei mir eigene Videos und Loilo Game Recorder. Der Ordner wird automatisch angewählt und auch gleich so eingerichtet. Wenn ihr das natürlich woanders hin haben wollt, dann könnt ihr das machen. So, dann können wir eine Auflösung. Entweder das Original, das heißt, er nimmt die komplette Monitorauflösung, also er nimmt in dem Sinne komplett Monitor auf. Oder wie sagen, ich möchte gerne mit 1080p aufnehmen oder mit 720, mit 430 oder mit 360. Ich nehme natürlich immer mit 720. Das heißt mit 1280 mal 720 Pixel. So, die Framerate stellen wir immer auf 30 FPS. Ja, ich sagte ja, ich nutze aber oder ich mache Let's Plays für Rennsimulationsspiele und da soll doch die FPS höher sein. Ja, könnt ihr machen. Ihr könnt das Ding also auf 60 FPS einstellen, wie ihr wollt. Aber das Auge nimmt sowieso nur 30 FPS, nimmt das Auge nur wahr. 30 FPS und da könnt ihr das auf 60. Das spielt gerade eine Rolle, weil über 30 nimmt das Auge sowieso nicht wahr. Also ja, können wir das auf 30 FPS lassen. Und wenn ihr das sowieso auf YouTube hochlädt, dann wird das sowieso runterskaliert. Angenommen, ihr macht das hier auf 60, dann wird das sowieso immer auf 30 FPS runtergeregelt. Gut, die Qualität kann man hier einstellen. Ich habe jetzt hier einfach mal 80 den Standardwert. Finde ich eigentlich okay. Dann haben wir natürlich hier die Aufnahme, der Start und Stopp, also den Kurzbefehl einmal anklicken und dann eine Tastenkombination drücken. Hier zum Beispiel F6 ist glaube ich Standard. Ich habe das jetzt erstmal unten drunter gesetzt. Bei mir wird das dann F9 sein. Dann haben wir die Framerate und Aufzeichnung anzeigen. Das heißt also, dass dann hier oben links eine FPS-Anzeige angezeigt wird. Danach. Es wird aber dann nicht im Video angezeigt, sondern nur für euch selber.
Dann können wir hier den Modus hier zum Beispiel DirectX OpenGL Modus, das heißt alle unterstützen, die DirectX unterstützt wird, oder die Spiele, die oder was auch immer, die DirectX unterstützt, wird dann über diesen Modus gemacht oder im Windows Mode. Nur ausgewählte Fenster werden dann aufgezeichnet, oder ja, Windows Mode für langsam, also alles ein bisschen langsamer. Ja, ich habe das jetzt hier über den DirectX. Und wenn wir natürlich die Kompatibilität hier aktivieren, dann wird das Video immer nur auf hier bei meiner Einstellung nur auf 30 FPS aufgenommen. Nachteil ist natürlich, ihr kriegt natürlich dann auch eine extrem große Videodatei. Gut, schließen wir das. Ja, das war's denn eigentlich. Wenn ich jetzt, was hatte ich jetzt die Einstellung gemacht? Auf F5. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel die F5-Taste mal drücke, dann sollte er eigentlich anlaufen. Genau. Jetzt nimmt er nämlich auf und ich kann jetzt hier zum Beispiel ein bisschen wechseln. Gut, jetzt sieht man natürlich hier oben keine FPS, warum auch immer. Und wenn ich natürlich wieder F5 drücke, dann wird das Aufnahmeprogramm beendet. Sollte er eigentlich. Ist er dann beendet. Und ja gut, das hat er wohl das zweimal aufgenommen. So, stoppen nochmal. Und jetzt sieht man hier die Aufnahmen eigentlich. Das heißt, ich kann mir das jetzt hier direkt angucken. Ja, zum Beispiel das hier. Ja, wenn er jetzt mal ein bisschen schneller hinhaut, dann könnten wir uns das auch mal angucken. Ja, und hier sieht man es. Ja, also sieht man es ja, knapp 6 Sekunden. Ja, und was ich natürlich noch vergessen habe, euch zu sagen, und zwar müsst ihr das Spiel erstmal starten und dann das Game Recorder starten. Und dann können wir nämlich hier unten ja, das auswählen, was wir gerade auswählen. Hier zum Beispiel mal Camcorder oder den Browser. Dann geht hier auf einfach auswählen und dann wählt er wirklich nur das Spiel aus und keine. Ja, den Hintergrund oder sonstiges auf. Ja, das war's auch auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr dazu Fragen habt, postet einfach in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.